Total Bio. Ob Eisbecher, Tüten oder Kaffeekapseln. Sie alle werben damit, kompostierbar zu sein, sich also ganz natürlich zu zersetzen. Ist das der Müll ohne schlechtes Gewissen? Ich sage immer, kompostierbar ist alles, wenn man es lang genug liegen lässt. Die Frage ist, ist es in den vorhandenen Techniken, die gerade angewendet werden in den Anlagen, in diesen Zeiträumen kompostierbar? Um das herauszufinden, machen wir einen Test. Wir kaufen 9 verschiedene Produkte. Sie alle sollen kompostierbar sein. 3 Biomüllsäcke von verschiedenen Anbietern. Einen Becher aus Maisstärke für Getränke. Eine Pappschachtel für Essen to go. Beschichtete Papiertüten für Obst und Gemüse. Kaffeekapseln und einen Eisbecher plus Löffel. In einer industriellen Kompostieranlage und auf einem normalen Gartenkompost testen wir, ob und wie sie sich zersetzen. Alle 9 Produkte haben wir doppelt eingekauft und versehen sie jeweils mit einem Kabelbinder und einem Glöckchen. Schließlich wollen wir sie nach unserem Test auch wieder finden oder zumindest, was davon übrig geblieben ist. Wir übergeben die eine Hälfte an Peter Dumin. Er leitet die industrielle Kompostieranlage in Frankfurt. Unter seinem wachsamen Blick werden die Produkte in einem sogenannten Rottetunnel vergraben. Schwere Eisenstangen markieren die Stellen, um zu wissen, wo wir später suchen müssen. Wir testen jetzt das Material, ob es nun Papierbeutel oder Kunststoffbeutel sind. Und die werden wir jetzt da reintun und gucken in 13 Tagen nach unserer Verweilzeit nach, ob sich abgebaut hat. Gerade mal 13 Tage, so lange braucht der Biomüll, um sich im Rottetunnel zu zersetzen. Wie funktioniert das? Und klappt das auch mit unseren Tüten und Verpackungen? Aller Biomüll aus Frankfurt und Umgebung landet hier in der industriellen Kompostieranlage im Ostend. Jeder ankommende LKW wird erst einmal gewogen und darf dann seine Fracht entladen. Jedes Jahr werden alleine in Frankfurt 70.000 Tonnen Biomüll gesammelt. Die landen in dieser großen Halle, werden von Baggern gemischt und wandern dann auf lange Laufbänder. Ein Magnet sortiert das Metall aus und über einem großen Sieb mit Heißluft werden grobe Plastikreste, so gut es geht, herausgeblasen. Dennoch immer landet viel zu viel Plastik im Biomüll, wo es definitiv nicht hingehört. Ja, das sind Fehlwürfe. Die Plastiktüten, in denen gesammelt wird, werden mit reingeschmissen in die Tonne. Im letzten Jahr waren es über 3%. Und das ist eigentlich bundesweit im Durchschnitt. Aber wenn man betrachtet, dass Kunststofftüten gar nicht viel wiegen, dann ist das doch schon ein Riesenhaufen. Doch wie funktioniert die Kompostierung? Der angelieferte Biomüll wird zunächst aufgeteilt. Knapp 70% gehen in die sogenannte Vergärung, werden dort in großen Behältern mit Wasser vermischt und dann mit Hilfe von Wärme aus der eigenen Biogasanlage vergoren. Bei 57 Grad modert die Masse knapp 3 Wochen vor sich hin. Danach wird das Wasser entzogen und landet mit den enthaltenen Nährstoffen als Flüssigdünger auf den Feldern. Der Rest wird gepresst und kommt mit den übrigen 30% des Biomülls in den Rottetunnel. So wie unsere Testprodukte. Diese Mischung ist entscheidend, damit hier in nur 13 Tagen wertvoller Kompost entstehen kann. Dazu wird warme Luft durch die Abfälle geblasen. Mikroorganismen zersetzen das Material. Übrig bleibt dunkle Erde, die noch einmal gesiebt wird und dann fertig zum Verkauf ist. Im Bioabfallbereich ist die Kreislaufführung wirklich so gut wie 100%. Das Material wird komplett genutzt und verwertet, ist eigentlich ein Wertstoff, der Energie liefert und wertvollen Dünger für die Natur. Wir haben im letzten Jahr fast 30 Millionen Kilowattstunden Energie produziert. Das ist 750% Energieüberschuss. Denn hier wird nicht nur Kompost produziert, sondern auch Biogas. Es entsteht bei der Zersetzung des Biomülls und dient nicht nur zum Betrieb der Anlage, sondern wird auch ins öffentliche Netz eingespeist. Zurück zu unserem Test. Nicht mal 2 Wochen dauert es, bis in der Kompostieranlage aus Bioabfall Erde wird. Aber wie lange dauert es in einem normalen Garten? Wir starten unseren zweiten Versuch mit den gleichen 9 Produkten.
Nikolai Schweitzer ist Kreativdirektor und leidenschaftlicher Gärtner. In der Nähe von Offenbach hat er einen Kleingarten und drei Komposthaufen. Auf die kommt normalerweise nur echtes Bio. Ja, drei Komposthaufen deswegen, weil das Schnittgut, wo man im Frühjahr irgendwie und im Herbst angesammelt hat, schmeißt man erst in den ersten Komposter. Dann so nach 3 Monaten, wenn das alles so ein bisschen vor sich hingegoren hat, kommt es in den nächsten Komposter und kann weiterverarbeitet werden oder weiter vor sich hingären. Und zum Schluss wird es dann in den dritten Komposter geworfen, wo es dann die Erde draußen steht. Heute macht er eine Ausnahme und vergräbt unsere neuen Plastik- und Papierprodukte. Bei einigen ist der Hobbygärtner eher skeptisch, was ihre Kompostierbarkeit betrifft. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie jetzt irgendwie komplett sich ersetzen soll innerhalb von ein paar Monaten oder selbst im Jahr würde ich immer noch Fetzen davon finden, könnte ich mir vorstellen. Und wer will schon so lange warten, ob sich der Müll im Gartenkompost tatsächlich zersetzt hat? Wir werden den Abfall 9 Wochen lang liegen lassen und dann schauen, was übrig geblieben ist. Doch es gibt noch ein viel größeres Problem. Wir sind an der Uni Bayreuth. Professorin Ruth Freitag und ihre Kollegin haben eine große Studie veröffentlicht über die steigende Belastung der Umwelt durch Kunststoffe aus dem Kompost. In dieser Studie haben wir generell Komposte untersucht aus verschiedensten Quellen. Eben auch Komposte, die in Bioabfallanlagen hergestellt wurden. Und da haben wir, muss man sagen, ausnahmslos Mikroplastikrückstände gefunden, sowohl von konventionellen Kunststoffen, Polyethylen, wie auch von bioabbaubaren Kunststoffen. Mikroplastik im Kompost, wie kann das sein? Und wie groß ist das Problem? Das und das Ergebnis unseres Tests sehen Sie gleich.